Ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr mit eurer GoPro unterwegs seid und euch geht dann beim Drehen der Saft aus. Jetzt zeige ich euch mal zwei Gerätschaften, mit denen ihr ohne Steckdose ganz einfach unterwegs eure GoPro laden könnt. Hier habe ich zum einen den Teezy Kraftprotz Power Start und damit kann ich eine GoPro mindestens 6-mal laden. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier habe ich 2 USB-Ports. Ich kann damit auch Geräte mit High Power laden, denn da steckt auch die Automax Power Technologie dahinter und damit kann ich die GoPro in der schnellsten Zeit laden. Also das ist ungefähr in 2 Stunden ist es gegessen, da ist die GoPro dann geladen und es kann wieder locker flockig einige Zeit lang gefilmt werden. Hier habe ich einen Mini-USB-Anschluss und über den USB verbinde ich jetzt die GoPro mit dem Kraftprotz. Ja, und der Kraftprotz, der ist toll, mit dem kann ich jetzt nicht nur die GoPro verbinden, sondern auch ein anderes Gerät. Aber jetzt schauen wir erstmal in die GoPro rein. Also ich habe jetzt das USB-Kabel angesteckt und dann anschalten und dann zeigt mir auch hier der Display, dass die GoPro schon schön geladen wird hier von dem Teezy Kraftprotz Power Start. Wie gesagt, ungefähr 6-mal kann ich die damit laden und das Ganze geht in weniger als 2 Stunden. So, jetzt habe ich hier noch einen zweiten USB-Port offen und damit kann ich jetzt mit High Power mein iPad auch noch zusätzlich laden und beide Geräte werden wirklich schnell geladen hier. Da habe ich ein Teezy Flip-Kabel, das ist vielleicht auch für unterwegs ganz praktisch, weil man nicht lang rumfriemeln muss, sondern einfach rein damit. Und das Ding sitzt immer richtig, es ist oben wie unten immer richtig in der Buchse drinnen, das ist ganz praktisch. Und das andere Ende stecke ich hier in mein Tablet und dann wird auch schon fleißig geladen. Damit kann ich sogar, jetzt mal festhalten, eine Autobatterie laden. Das ist allerhand, wie ich finde. Denn im Lieferumfang mit dabei ist nämlich auch noch das hier. Und zwar 2 so Klemmen. Ihr kennt das natürlich beim Autostarten, wie es da funktioniert. Brauche ich jetzt hier nicht erklären. Aber ganz witzige Sache, wenn man unterwegs ist und vielleicht mal die Batterie leer ist im Auto. Man kann hier nicht nur seine GoPro-Akku laden, sondern eben auch sein Auto. Falls ihr jetzt zum Beispiel beim Skifahren unterwegs seid und nicht so ein großes Gerät mitnehmen wollt, dann haben wir hier den Teezy Flachmann Express. Der ist sehr schlank und sehr leicht und hiermit kann ich auch die GoPro in der schnellstmöglichen Zeit laden. Ihr seht, sobald ich das USB-Kabel anstecke, erscheinen hier die LED-Leuchten und es zeigt, dass es fast voll und die GoPro kann jetzt hier auch schön geladen werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Drehen und macht es gut. Hoffentlich bis bald. Tschüss!